So, schönen guten Morgen zu einem Start in die neue Handelswoche. Es war eine kurze Nacht. Ich habe mir heute Nacht den Super Bowl gegeben. Die Rams haben übrigens gewonnen. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht gespoilert. Es war knapp, ich glaube 23-20, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt schauen wir uns mal die Märkte an, denn da bleibt es ja immerhin noch spannend. Es ist ja immer neckt. Dir erstmal einen schönen guten Morgen. Tja. Am Freitag sind sie noch mal ordentlich in den USA nach unten gelaufen. Die Russland-Krise bzw. Ukraine-Krise, sie schwelt weiter, sie droht zu eskalieren. Viele Experten rechnen damit, dass es zu einer Invasion kommt. Und das scheint man momentan jetzt auch am Markt zu spielen, das Thema. Einen schönen guten Morgen. Ja, in der Tat, das hat man in den USA gespielt. Das spielt man auch heute Morgen an den asiatischen Märkten. In den USA kommt natürlich noch dazu, dass die Inflation auf ein enormes Maß gestiegen ist und man jetzt ein bisschen darauf spekuliert, dass im März womöglich die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte schon ansteigen können. Das ist mehr und schneller als gedacht und gehofft. Entsprechend belastet das auch ganz deutlich, hat auch die Nasdaq am Freitag mit rund 3% ins Minus gedrückt. Ja, und heute Morgen sind die asiatischen Märkte tatsächlich in erster Linie wegen des Ukraine-Konflikts deutlich in die rote Zone hinabgestiegen. Und unsere Börse wird das natürlich mit erwischen. Am Freitag hat der DAX ein Minus von 0,4% nur gehabt. Über die Woche ja sogar ein Plus von 2,2% unterm Strich. Heute Morgen sieht es danach aus, derzeit, wir könnten fast 2% im Minus eröffnen. Ich habe es extra noch mal nachgerechnet, weil ich es nicht glauben konnte. Also hoffen wir das Beste. Es gibt diese Woche jede Menge Zahlen. Es kann natürlich auch mal was Gutes zwischendurch die Börse etwas antreiben. Ja, das würden wir uns natürlich wünschen, gute Nachrichten. So, dir wünsche ich auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank für den Überblick und wir schauen uns mal an, was da passiert ist am Freitagabend. Also, es ging dann mit Werf nach unten, um es mal so auszudrücken, vor allem der Tech-Sektor, Sissi hat es gerade angesprochen, da hat es dann ordentlich Hauer gegeben. Es wurde alles rausgeräumt, was irgendwie auch nur nach ansatzweise nach Risiko riechen könnte. Auf der einen Seite, wie gesagt, der Ukraine-Konflikt, auf der anderen Seite, dann kam dazu die Inflationsdaten, die Zinssorgen und das hat alles irgendwann miteinander korrespondiert und die Anleger haben gesagt, okay, ich gehe erstmal an die Seite. Regel Nummer 1 bei der Kapitalanlage, der Kapitalerhalt. Und da ist es natürlich einfach die beste Idee, dann einfach mal ein bisschen Geld vom Markt wegzunehmen. Das ist dann passiert. Und wir haben auch gesehen, im Dow ging es dann 500 Punkte nach unten. Es gab wohl noch den einen oder anderen Wert, der sich versucht hat, zumindest dagegen zu stemmen. Aber im Großen und Ganzen hat das nicht funktioniert. S&P 500 ebenfalls unter Wasser. Schauen wir uns heute Morgen Asien an. War jetzt genau so zu erwarten, dass sich die Asiaten das anschauen, sagen, okay, das wird jetzt ein wenig brenzlig, die Gemengelage, die wir da an Nachrichten bekommen. Und dann sind auch hier die Anleger erstmal an die Seitenlinie gekrabbelt. Und wir schauen uns mal einige Einzelassets an. Also wir haben natürlich den Ölpreis, denn er wird ja auf jeden Fall maßgeblich von der Krise jetzt gerade getrieben. $5, ob es $5 sind, $7, die bisher an Risikoaufschlag schon in den Kursen drin sind. Das vermag natürlich niemand zu sagen. Was man durchaus sagen kann, sollte es zu einer Invasion kommen, und sollte es zu einer Gegenreaktion der Alliierten dann in diesem Fall ebenfalls kommen, denn dazu gab es ja am Freitag noch eine Pressekonferenz im Weißen Haus, dann dürfte das noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein, über $90, sondern dann könnten wir tatsächlich noch mal bis zu $20 obendrauf packen. Das ist so ein bisschen die Expertenschätzung, die sagt, okay, wenn es zu einer Invasion kommt, $120 durchaus im Bereich des Machbaren. Das merken Sie momentan auch, wenn Sie tanken gehen. Das ist wirklich eine unerfreuliche Angelegenheit, um es mal so auszudrücken. Tatsächlich aber, ich meine, wir sehen hier jetzt relativ wenig. Wir sehen den Sprung aus dieser über diese horizontale Widerstandszone hinweg. Dann sind wir weitergelaufen, angetrieben von der Krise eben, aber auch natürlich von der hohen Nachfrage und den OPEC-Plus-Staaten, die gesagt haben, naja, im Wesentlichen belassen wir es. Wir gehen peu à peu mit dem Ausstoß nach oben, aber wir würden natürlich gerne die Preise da oben stabilisieren. Also von daher belassen wir es erstmal bei den Fördermengen im Großen und Ganzen. Aber wenn Sie jetzt mal ein Stück nach links rutschen auf der Zeitachse, dann sehen Sie, aha, damit hatten wir durchaus mal hin und wieder zu kämpfen mit solchen Ölpreisen, die dann auch tatsächlich noch höher gewesen sind. Was uns der Chart jetzt sagt, es gibt wenig Widerstände außer diese letzten Hochs aus den Jahren 2014, 2013. Wo es mal richtig zur Sache ging und in den Jahren davor hatten wir ja teilweise auch noch höhere Kurse. Also von daher, das ist jetzt keine Einmaligkeit, es ist nur
für die, die jetzt vielleicht noch nicht so lange an der Börse sind, natürlich mal ein ordentliches Niveau, vor allen Dingen, wenn wir zurückschauen, kurz nach Ausbruch der Pandemie, dass ja teilweise die Kurse sogar ins Negative gerutscht waren für die Terminkontrakte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man mit Goldaktien weiterhin ganz gut fahren dürfte. Das Risiko ist eher niedrig und gute Dividendenzahler. Und dann kommt noch die geopolitische Situation dazu. Das ist also das, was momentan jetzt gespielt wird. Total Energies beispielsweise, die sind mit dabei. Und Shell gehört ja ebenfalls zu den Favoriten des Aktionärs. Haben wir schon seit Monaten auf den Kauflisten, die beiden Werte. Dürfte weiterlaufen. Solange der Ölpreis läuft, läuft Öl natürlich, laufen die Aktien der Ölförderer natürlich ebenfalls weiter. Dann der Goldpreis am Freitag nochmal richtig angesprungen. Heute Morgen ist er etwas schwächer, der Future, aber am Freitag, wie gesagt, ging es da etwas deutlicher nach oben. Klar, auch hier die Flucht in sichere Häfen, dazu zählt ja Gold, aber auch beispielsweise der US-Dollar, der Yen, das sind dann so die Ziele, die das Kapital ansteuert. Jetzt sagt mein Kollege Markus Bussler, ja, das mag kurzfristig immer durchaus funktionieren, aber Gold gerade so in Krisenzeiten ist, wie gesagt, eine kurzfristige Angelegenheit. Also nachhaltig scheint das nicht zu sein, aber spielt ja momentan keine Rolle. Also wenn die Anleger in Gold reinlaufen, dann laufen natürlich auch die Goldaktien. Und Sie haben es gesehen, Barrick hier 7%, über 7% am Freitag zugelegt. Und dann kam natürlich auch Newman noch beispielsweise dazu. Also auch das sind Werte, die Sie durchaus momentan dann auf der Watchlist haben sollten. Beim DAX, ja, jetzt gehen wir knapp über der 15.1, waren es vorhin mal, die wir gesehen hatten. Also hier wir nähern uns dieser unteren, sehr, sehr massiven Unterstützungszone, die ja eigentlich tatsächlich schon, also was heißt eigentlich, die tatsächlich schon ein rundes Jahr zurückreicht. Dass wir durchfallen im ersten Anlauf, ist dann eben nicht zu erwarten. Es kommt aber eben auf die Gemengelage drauf an, auf den Newsflow, wie man so schön sagt. Gibt es irgendwelche Nachrichten, die eher negativ zu werten sind, könnte es hier tatsächlich noch mal etwas lauter knallen. Ansonsten wäre, wenn das Muster anhält, demnächst mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Dann haben wir Mercedes mit dabei, ja, profitabel wie nie. Die Konzerne, die Autokonzerne sind ja nach der Pandemie, sie haben ja die Pandemie genutzt, um natürlich die Effizienz zu steigern, um die Lieferketten zu optimieren, und sie sind letztendlich stärker aus der Krise rausgekommen. Dann kam der starke Anstieg bei der Nachfrage, vor allen Dingen aus China, der hat das Ganze am Anfang so ein bisschen getragen, und jetzt ist Mercedes-Benz, wie sie ja jetzt heißen, an der Börse eben profitabel wie nie. Das hat man zuletzt gesehen. Das war am Freitag auf jeden Fall nochmal ein Hingucker. Hat die Aktie am Freitag auch durchaus nach oben treiben können. Dann die Beruhigung gegen Handelsende. Aber heute wird sich vermutlich da jetzt nichts dem Druck entziehen können, was nicht irgendwie mit besonderen Nachrichten hervorsticht. Also von daher eher mal wieder in Richtung der unteren Begrenzung in diesem Chart, dass wir laufen könnten. Delivery Hero, ja, da ist natürlich jederzeit denkbar eine technische Gegenbewegung. Wir haben in der vergangenen Woche 35% an Wert verloren. Das hatte teilweise Ausmaße, dass sich der Vorstandsvorsitzende tatsächlich auch öffentlich zu Wort gemeldet hat, sich für die Kursverluste entschuldigt hat, die ja aus meiner Sicht mit seiner Kommunikation teilweise noch selbst mit zu verantworten hat. Das Problem bleibt, sie werden hohe Verluste machen im laufenden Jahr, geschätzt deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro. Und das ist etwas, was wir in der aktuellen Zeit an der Börse in den Depots eben nicht sehen wollen. Jedenfalls die Anleger nicht sehen wollen. Deshalb der Abverkauf, die schwächeren Aussichten und so weiter und so fort. Dass momentan sehr viel Umsatz gemacht wird und dass der Umsatz wachsen wird, ist überhaupt nicht die Frage. Aber das Geschäftsmodell lebt davon. Sie müssen wirklich schauen, dass sie ganz, ganz schnell ganz nach vorne kommen, nämlich am besten an die Spitze, damit sie da dann tatsächlich auch Geld verdienen können. Mag funktionieren, nur in der aktuellen Zeit, wie gesagt, ist das nicht gefragt. Technische Gegenreaktion jederzeit möglich. Und das kann dann auch durchaus mal 15-20% machen. Da hätte sich im Chart, das haben Sie ja da unten gesehen, überhaupt noch nichts getan. KWS Saat, da läuft es gut. Das Unternehmen ist jetzt zuversichtlicher geworden für das Gesamtjahr, das ja Mitte des Jahres enden wird. Gebrochenes Geschäftsjahr beim Unternehmen. Und jetzt erwarten Sie ein Wachstum von 9-11%. Bislang waren die Schätzungen von 5-7% ausgegangen, also durchaus ein ordentliches Wort. EBIT-Marge etwa um die 10%. Ob das ausreichen wird, um heute in diesem Umfeld tatsächlich dann durchzustarten, man wird es sehen.
Ja, aber prinzipiell der Nachrichtenflow auf jeden Fall hier durchaus mal positiv. Und davon gibt es nicht allzu viel. Wenn man sich das große Ganze mal anschaut, es bleibt sehr spannend, wie sich vor allen Dingen die Situation dann an der ukrainischen Grenze entwickeln wird in der laufenden Woche. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann wieder um 14.40 Uhr mit der US-Vorbörse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Halt, noch nicht wegschalten. Falls ihr noch kein Abonnent unseres Börsenmagazins Der Aktionär seid, dann habe ich jetzt ein Willkommenspaket für euch. Für 25 Euro bekommt ihr 4 digitale Ausgaben von Der Aktionär plus die aktuellste Ausgabe von Einfach Börse. Der Aktionär erscheint als E-Paper immer mittwochs um 22 Uhr. Im Handel ist er erst am Freitag. Den Link zum Angebot, den findet ihr hier in der Videobeschreibung bzw. im ersten Kommentar. Also viel Spaß beim Lesen, wenn ihr dann Abonnent geworden seid. Cool. Das nächste Mal mache ich es dann auch mit Rabattcode, so Marco25 oder so. Ich fühle mich wie ein Influencer.